So, ewig kein Yasuo gespielt. Wir spielen in der Mitte gegen Diana, ne? Ich mach Crit mit. Okay, man baut da irgendwie. Ich denke, man baut immer noch Charge Blade einfach. Das ist einfach viel zu gutes Item. So lange her, dass ich diesen Champion aktiv gespielt habe. Oh, hallo. Der hat gleich ihre Q wieder, ne? Da. Autsch. Oh, ich spiele Ignite. Nice. Das bedeutet, dass ich Kill Pressure habe. Würde sie Barrier spielen, hätte ich halt keine Chance, ne? Na, so ist okay. Ich kann da gleich wieder durchdashen. Hä? Mein Dash ist ging nicht. Komm her! Ich hatte leider meine. Irgendwie ging meine Dashes nicht. Ich wollte eigentlich durch die Raptoren durchdashen. Damit ich da ein bisschen schneller bin, aber es hat nicht geklappt. So, Schuhe kann ich. Das ist so ein geiler Change mit den Schuhen auf 400 Gold. Das ist so gut geworden. Es war richtig clever von denen, es zu machen. Es fühlt sich jetzt super smooth an, einfach noch Schuhe mitnehmen zu können. In vielen Situationen. Job. Ich gehe direkt wieder Base und mehr Crit. Wieso ist das Lulu Sidelane? Fällt mir jetzt erst auf. Wo kommt das her? Ich meine, später ist es halt ekelhaft mit Lulu und Yuumi, ne? Lulu, Yuumi, Jinx. Schon eine sehr hochgebuffte Jinx dann, aber. Ups. Ich hol mal die Früchte. Ich will gerne die Wave einsammeln. Ich kann ihn nicht engagen, er kann mich nicht engagen, das war. Whatever. Das war whatever. Ich ping mal kurz in Mitte. Ist da einer, der den Farm nimmt? Und jetzt kann ich meinen Solaris holen. Zack. Noch ein Dagger. Ja, ich habe sehr viel Gold, ey. 4K. Das war gut. Ich meine, in der Mitte haben wir jetzt ein bisschen Gold nicht bekommen, aber dafür hat das dann der Lee Sin, glaube ich, genommen. Glaube ich. Ich bin mir nicht sicher. Den Dings. So. Könnte versuchen. Na, wir haben halt kein Engage hier, ne? Obwohl Varus Ultimate. Ah, ich wurde gesehen. Nevermind. Varus Ultimate hätte man schon.
Gideana geht gerade Base. Naja, gut. Könnt theoretisch Mitte pushen, ja. Ich habe aber kein Ultimate jetzt, ne? Vielleicht sind wir schneller als die unten. Nice. Sehr gut. Sollten, denke ich, Dragon machen. Ja, und es ist auch ein anderes Game, wenn du mal Champions spielst, die du ein bisschen kannst, gell? Nicht sowas wie Akali und so. Obwohl die meisten Loses hatten, wir müssen wir ehrlich sagen, hatten wir halt durch AFK-Spieler, ne? Die meisten hatten wir halt heute durch AFK-Spieler. Ich glaube, die ersten drei Games, die wir gespielt hatten, hatten alle einen AFK-Spieler mit drin. So, da hatten wir mal einen Blade. Und dann gehen wir nochmal hoch, weil der Kha'Zix ist gerade Top-Lane. Ja, da ist er auch schon. Das wird ein Double sein, ja. Frage ist, wo Diana ist auch top, okay. Da ist Lulu. Na gut. Ich habe ihn sogar geultet noch, den Kha'Zix. Frage ist, ob eine Rakete kommt, aber ich glaube nicht. Das ist die Yumi, die können wir auch töten, glaube ich. Ich weiß nicht, wieso die alle so in uns reinrennen. Vor allem die Supporter. Die Lulu ist in uns reingerannt. Die Yumi ist in uns reingerannt. Kein Plan. Oh. Ja, wenn er die rauskicken kann, ist GG. Good job. Ah, ist auch eine ekelhafte Kombo, muss man sagen. Lee Sin Yasuo, ey. Ist, hat so ein bisschen was wie Diana Yasuo auf PC, finde ich. Der macht da gar einen Recall, ne? Oder schon weg. Leider schon weg, der Dude. Aber ich kann, glaube ich, sogar invaden einfach. Vielleicht kommt hier die Lulu lang, wenn wir Glück haben. Ja, da ist sie. Okay. Nein. Sie hat's gerochen. Okay, Turm haben wir. Sehr gut. Ich habe nur die Shen-Ultimate gesehen und dann bin ich reingeflasht.
Wenn du so Shen Ultimate auf einmal kriegst, dann musst du halt rein. Ne? Wenn du dann rausgehst, ist halt. Whatever. Dann geht's nur noch rein mit der. So, kurz mal Mitte. Ich habe auch relativ wenig Gold, finde ich, dafür, dass ich so viele Kills habe. Ich glaube, liegt daran, dass ich so wenig gefarmt habe. Overall. Okay, noch einen kämpfen kann ich, glaube ich, nicht ohne Ultimate. Obwohl. Ah, die sind da. Alles klar. 20 Sekunden habe ich noch auf Ulti. Wenn wir Glück haben, kommt ja nämlich gleich die Jinx nochmal lang. Drax, K6, Yumi. Ich glaube, die Jinx wird hier langkommen, ehrlich gesagt. Ich werde ja mal basen gehen. Und dann komme ich dahin. Ich will mein Item mitnehmen. 11. Minute haben wir 3 Items. Huff. Ich muss einmal meine Q aufladen, aber dann können wir... Holt die! Holt sie! Nein! Wir haben sie nicht mehr bekommen. RIP. Da wollten wir die Katze unbedingt noch haben. Ah, die Katze hatte keine Lust, uns einen Kill zu geben, leider. Frech, frech. Es wird ein schneller Surrender, nee. Bisher sind sie noch am Kämpfen. Bisher sind sie noch am Kämpfen. Ich denke, ich werde mir einen Red Buff joinken. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Bounty Heal gegen Yumi brauchst du nicht. Beziehungsweise ist mein nächstes Item. Aber ich kauf's nicht deswegen. Ich kauf's für den Armor Pen, ehrlich gesagt. Shen. Das kann halt immer noch gefährlich werden, ne? Wenn so Late Game Jinx auf einmal reinknallt. K6, das Banshee ist okay. Beziehungsweise, wie heißt denn das Item noch? Das Banshee ist für Melees. Der Shroud oder so heißt der, ne? Welche Elo ist das? Low Diamond ist es gerade. Diamond 4 bin ich, glaube ich. Edge of Night, genau.
Das war zu viel. Das war ein bisschen zu viel, ey. Aber ich meine, wir haben Kill bekommen. War aber scary, muss ich sagen. Okay, dann kann ich jetzt meinen Armor-Pen holen. Okay, spätestens jetzt ist mein Schaden halt komplett dumm, ne? Mit 4 Items. Ich weiß auch nicht, wieso der Gegner nicht surrendert. Ich meine, sie haben super Chancen, wenn sie irgendwie Minute 25 kommen. In Minute 25 können sie uns, glaube ich, noch holen. Also wenn sie alle so 3, 4 Items haben. Aber leider lassen sie sich alle irgendwie sterben. Ich hatte leider keine Ultimate. Können wir finishen hier? Vielleicht nicht. Oh, ich bin dead. Oh, Shen Ultimate, big. Bin trotzdem dead. Ich weiß auch nicht, wieso ich da in der Mitte noch rumgegreedet habe, anstatt irgendwie die Sidelane zu pushen. Das war ein bisschen doof. Hallo, Enma. Müssen wir jetzt irgendwie Richtung Elder gehen. Versuchen, den kurz zu contesten. Ich habe leider nicht genug Gold für mein letztes Item, aber... Weil den würde ich ungern verlieren. Sonst verlieren wir das Game hier noch. Oh, oh. Es beginnt, Leute. Die Gegner scalen jetzt langsam. Never mind. Das war auch wieder Yasuo-Taktik. Genau. Einfach das Kanonenfutter sein. So, Elder Drake haben wir jetzt auf jeden Fall. Und ich habe mein letztes Item auch noch. Perfekt. Dann ist GG vielleicht. Wir haben da schon sehr lange rumgealbert. Okay, Drake kommt jetzt auch wieder ab, ne? Okay, ich werde jetzt kurz mal... Ich meine, Baron kommt ab, nicht Drake. Können wir zu zweit machen, theoretisch. Sehr gut. Und jetzt Botlane-Turm holen, würde ich sagen. Why you feeding? Ja, das ist die Frage, die ich mir jedes Mal stelle. Fast ein guter Taunt gewesen. Ich werde einfach nur die Cannons connecten erstmal hier. Und ich warte auf den Lee Sin Kick, I guess. Sehr gut. Schaden. Nein, mein Pentakill. Der Schaden war ja böse am Ende. Holy. Was war denn da los? GG. 62k, ey.